Hallo und herzlich willkommen zu Age of History 2. So, ich habe euch entscheiden lassen und das mit den meisten Stimmen hat gewonnen. Und diesmal spielen wir die moderne Welt und zwar Österreich. So, ja, wir haben 11 Provinzen hier in Österreich. Das wird natürlich jetzt ein bisschen schwierig am Anfang, da wir halt einfach ziemlich klein sind. Ja, ihr seht selber, wir haben 2250 Soldaten hier. Da ist es natürlich erstmal für uns gut, wenn wir hier... Oh, Proviantlager. Da müssen wir natürlich noch einiges an Geld ausgeben. Jetzt warte mal, wir müssen aber erstmal schauen. Wir machen jetzt mal Militärunterhalt 8, dass da schon mal ein bisschen billiger wird. Wirtschaftswachstum. Einkommen, Produktion, Verwaltung, dass die runtergeht. Da machen wir 5 Punkte. Forschung natürlich hauen wir hoch. So. Bevölkerungswachstum geben wir jetzt mal. Tja. Wirtschaftswachstum, Einkommen, die Steuern. Hier geben wir mal noch einen dazu. Und dann würde ich sagen, Einkommen, die Steuern. Boah. Wir machen jetzt mal den letzten Punkt bei der Verwaltung. So, Punkte haben wir aufgebraucht. Jetzt müssen wir hier schon Nachricht, Haushaltsmenü eurer Zivilisation anzeigen. Ja, also ihr seht ja mal hier, wir haben ein Gesamteinkommen von 6614 und haben Ausgaben, wobei wir bei der Verwaltung, da hätte ich natürlich vorher drauf schauen sollen, sehr viele Ausgaben habe. Wir lassen das jetzt mal so, Investitionen, Militär, dass wir jetzt erstmal... Trotzdem, dass wir uns hier Geld sparen und erstmal ein Proviantlager bauen. Ihr seht ja, 20% ist es dann auf jeden Fall schon mal günstiger für uns. Ich weiß gar nicht, wie lange dauert das? 2 Runden, ne? So. Dann fangen wir mal in Innsbruck hier hinten an. Wir bauen... eine Werkstatt. Die Werkstatt ist fertig. Ich glaube, wir machen jetzt erstmal nur Werkstätten. Bauen. Werkstatt. Werkstatt. Beziehung verbessert Bulgarien und Jordanien. Werkstatt. Haben wir noch das Geld dafür? Oh, jetzt wird es aber langsam richtig teuer. Werkstatt. Achso, halt hier haben wir schon. Dann ist das jetzt hier die letzte Provinz, wo wir eine Werkstatt bauen müssen. Dann müssten wir jetzt eigentlich alle durchhaben. Ja, da haben wir alle durch. Okay, ihr seht schon, unser Verdienst ist eigentlich relativ gut jetzt pro Runde. Was haben wir hier? Forschung. Ja, dann fangen wir hier natürlich dann an, wie gesagt, erstmal unsere Wirtschaft hochzubauen. Farm. Oh, was habe ich jetzt gedrückt? Das war, glaube ich... Ah, nee, haben wir noch geschafft. Da brauchen wir Geld dafür. Können wir erstmal ein paar Runden hier vorspulen. Bauen. Bauen. Geht's hier weiter? Aber schaut mal an, wie schnell wir hier auf 41 Runden sind. Da haben wir alles. Ja. 4 Provinzen haben wir noch.
Farm. Farm, hier wird es mit am teuersten. Ah, oh, naja, es geht eigentlich vom Preis her. So. Also, unsere Farmen haben wir schon mal jetzt. Wir haben jetzt eine Farm und Werkstatt alles auf Stufe 1 gebaut. Wir sind jetzt schon wieder beim Speichern. Boah. Bei Runde 1, also bei Runde 50, glaube ich, speichert es dann alle 50 Runden, ne? Wir werden hier in Innsbruck erstmal einen Wachturm bauen, damit wir hier schon mal die Einsicht haben, was denn hier alles an Gegnern so ist. Hier haben wir die Burg. Bauen hier einen Wachturm. Und ich würde sagen, okay, ihr seht die Deutschen 331. Hoho. Italien, ne? Über 2000 Mann hier stehen. Könnten wir. Jetzt warte mal, wie ist überhaupt die Zufriedenheit? 79. Hier werden wir mal ein Fest schmeißen. Ja, ihr seht schon, die sind alle. 80 ist natürlich auch nicht die Welt. Bisschen unzufrieden, ne? Ich glaube, wir schmeißen jetzt einfach mal überall ein Fest. Da sind wir gerade dabei. 89, das schaut gut aus. 84, 6, 86 ist ein bisschen wenig. 85, 92. Okay, dann bräuchte man eigentlich nur noch das hier oben bestätigen. Jetzt können wir nur mal hoffen, dass hier die Zufriedenheit nach oben geht. Eine Beleidigung. Naja. Ist halt so. Wir schauen jetzt erstmal uns hier Berlin an. Die Merkel. Beziehungen verbessern. Das wollen wir wirklich auch erstmal hier mit unseren Nachbarländern auf jeden Fall machen. Dass wir hier schon mal nicht irgendwie in Streit oder was reinkommen. Punkte haben wir noch genug. Da werden wir erstmal nichts brauchen. Nö, das können wir so lassen. Was Fest ist vorbei? Na okay, schaut mal hin. 95, 98, das schaut eigentlich sehr, sehr gut aus. Oh ja, unser Preis steigt eigentlich auch super. So, Fest vorbei. 100, 100, 99, 100%. Also, Fest hat wirklich sehr, sehr viel gebracht. Proviantlager, Arsenal. Bibliothek. Wir wollen ja auch, dass unsere Forschung so schnell wie möglich nach oben geht. Dann hauen wir das auch hier drauf. Bauen. Dann können wir natürlich halt. Beleidigung von Bulgarien. Na, hier geht schon wieder los, dass sie hier im Krieg sind. So. Universität sind wir hier beim Bauen. 10.000. Bauen. Ich glaube natürlich, dass wir hier mit unserer Forschung eigentlich sehr gut hochkommen. Bibliothek. Desto schneller wir hier an Forschungspunkte kommen, desto leichter, glaube ich, wird es für uns im späteren Verlauf. So, die sind fertiggestellt. Ja, jetzt schaut mal an, wie der Preis hier pro Runde steigt für euch. Das ist ja Wahnsinn.
Könnt jetzt mal hier reinschauen. Wir sind jetzt hier bei 11.318. So. 200 hoch. Alle zwei Runden, glaube ich, geht hier der Preis hoch. Ja, also Bibliotheken haben wir jetzt auch überall gebaut. Und seht ihr schon bei der Forschung? 58%. Also jetzt müsste es eigentlich wirklich schnell gehen. Jetzt müssen wir trotzdem mal schauen. Burg. Ja, es speichert alle 50 Runden, haben wir hier einen Speicherpunkt. Hier haben wir jetzt Farmstufe 2. Ja, Militär hatten wir doch irgendwas mit wie viel Ausgaben? Vorhin? Also da sind wir jetzt wirklich gut dabei eigentlich. Gehen jetzt trotzdem mal die Steuern bis... Nee, wir bleiben unter dem Strich noch. Da gehen wir wirklich nicht weiter hoch. So, Technologie. 0,75. Wir brauchen für die... für die... Wirtschaft, also für die Werkstätten, brauchen wir 0,65. Hier. Also das wird auf jeden Fall noch nicht funktionieren. Da, die Farm ist gebaut. Eine Beleidigung von der Schweiz. Beziehungen verschlechtern, ja, das wollen wir eigentlich nicht unbedingt. Machen wir mal hier einen Nicht-Angriffspakt. Wird bestimmt abgelehnt. Ja, wurden eingestellt. Handelsangebot wurde auch eingestellt. Ey, ihr wollt doch jetzt nicht wirklich schon hier einen Krieg anfangen. Ja, das wäre natürlich nicht so toll. Boah, schaut mal Republik China an. 0,6 von der Technologie. Das ist natürlich schon sehr, sehr wenig. Ja, seht mal, wie weit eigentlich die anderen hier oben sind. Wir sind ziemlich weit unten. Ne, nee, warte mal. 0,6, die sind am höchsten. Freilich. Denkt man schon, das wäre ja wenig. Na, China ist an erster Stelle. So, 0,45. Schaut mal, wie weit wir unten sind. Österreich, hier sind wir. Boah, wir sind wirklich verdammt weit unten. So. Eine Farm. Bauen wir jetzt mal. Da werden unsere Beziehungen schon mal verbessert. Das ist gut. Technologiepunkt verfügbar. Tja. Also werden es wir trotzdem hier in die Verwaltung reingeben, dass wir hier auf jeden Fall ein bisschen runterkommen. Wie gesagt, es wird zwar lang dauern, weil wir haben immer nur 0,3. Jetzt können wir mal schauen, wie viel wir pro Runde dazu bekommen. 4,2. Oh. Sagen wir mal, es sind doch keine 4%. Nee. Ein bisschen was mit 3, noch ein bisschen 3,6, glaube ich, was jetzt Prozent. Also 30 Runden, dann haben wir eigentlich schon wieder einen Technologiepunkt voll. Also da müssen wir auf jeden Fall schauen, dass wir hier hochkommen. Ja, in der Zeit können wir unsere Farmen
bauen. Hier haben wir schon. Halt, da habe ich zu weit geklickt. Farm 2. Da haben wir Stufe 1. Stufe 1. Haben wir schon Stufe 2. Stufe 2. Und da auch. Also, unsere Farmen sind auf jeden Fall jetzt schon mal Stufe 2. Eine Burg haben wir hier ja schon. Das seht ihr ja hier. Ich glaube, das wäre sogar besser, wenn wir hier hinten auch noch eine Burg hinstellen. Ist auf jeden Fall dann leichter für die Verteidigung für uns, wenn jetzt dann wirklich hier einer angreifen sollte. Ich bin ja schon mal beim Überlegen, ob wir denn wirklich die Schweiz angreifen. Sind ja eh nicht so gut auf uns zu sprechen. Beziehung verbessern geht auch nicht. So, Gegner. Frankreich, Niederlande, Kroatien und Deutschland. Da haben ja Frankreich und Deutschland als Großmächte eigentlich schon mal dann nicht gegen uns, wenn wir jetzt die Schweiz angreifen. Zufrieden. Problem ist natürlich Italien hier. Im Krieg mit Kroatien. Jo, wir werden jetzt der Tschechei mal eine Bündnisanfrage anbieten. Ne? Genauso, okay, Ungarn ist niedrig. Machen wir erstmal hier Beziehungen verbessern. Errungenschaft freigeschaltet. Warte mal, wie viel brauchen wir? Also wir müssen auf jeden Fall hier rüberkommen, damit es auf grün wird. Jetzt ist es natürlich noch niedrig. Beziehungen minus 22, Verbündete minus 35. So, unser nächster Technologiepunkt ist nämlich auch fast fertig. Tja, stellen wir jetzt hier schon eine Armee auf, oder nicht? Zulässige Steuern 24%, Güter 10, Investitionen 14, Einkommen ist Steuern. Verwaltungskosten, Forschungskosten, Bewegungskosten, Verteidigungsbonus. Da wird mit Ungarn verbessert, verbündet mit Tschechien. Die haben es angenommen, da habe ich jetzt gar nicht mehr aufgepasst. Mit Deutschland. Halt. Wieso sind wir jetzt in Frankreich? Habe ich was verpasst? Hey, irgendwas muss ich doch jetzt verpasst haben. Wieso ist das jetzt hier Frankreich? Die können doch gar nicht so schnell hier. Ohne Scheiß, geht jetzt aus Frankreich hier? Okay, dann werden wir hier auf jeden Fall erstmal Beziehungen verbessern. Was hier passiert ist, kann ich euch jetzt überhaupt nicht sagen. Ich habe überhaupt nicht aufgepasst. Ich habe jetzt immer nur auf mein Zeug hier geschaut. Nächste Runde, aber das habe ich komplett übersehen hier. 114 Provinzen haben die schon. Ah, schaut mal hin. Deutschland ist im Krieg mit den Franzosen. Sag mal, wie schnell haben denn die Franzosen hier erobert?
Das ist ja Wahnsinn. Boah, schaut mal an, wie Deutschland hier zugrunde geht, vor allem wie groß jetzt Frankreich hier wird. Ich will gar nicht wissen, wie viele gebaute Gebäude. Okay, Bevölkerung ist riesengroß, das ist mir klar. Wir haben am meisten gebaut. Eroberte Provinzen, da müsste Frankreich Platz 1 sein. 99. Holla. Ja, Deutschland ist weg, schaut hin. Technologiepunkt. Dann gehen wir, na, wir gehen weiter auf Verwaltung. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall die 3000 erreicht. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Jetzt müssen wir dann trotzdem mal ein bisschen aufpassen mit dem ganzen Zeug hier. Mexiko. Ja, sind unsere Gegner. Ich frage mich, warum. Gewährt Durchmarschrecht an Italien. Ja, wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir unsere Beziehungen mit denen hier verbessern. Ich habe jetzt hier keinen Bock auf. Wenn wir nämlich hier jetzt schon Krieg anfangen, dann werden wir draufgehen. Ohne Mist. So. Okay. Das war's dann für heute. Wie gesagt, wir haben jetzt erstmal unsere Wirtschaft gebaut. Jetzt müssen wir natürlich schauen, dass Frankreich uns hier nicht überrennen wird irgendwann. Weil dann werden wir ein Riesenproblem hier kriegen. Müssen jetzt auf jeden Fall schauen, dass wir unser Land größer bekommen. Dass wir hier auf jeden Fall auch mal, dass sich hier was macht in der Kasse, dass man hier mehr kommt. Da müssen wir unbedingt hier Soldaten aufstellen. Das wird natürlich dann wieder sauteuer für uns. Was ist mit Slowenien, Montenegro, Österreich, Spanien? Ja, gute Frage, schaut hin. Freundliche Zivilisation mit Österreich. Ja, kann man natürlich hier nicht angreifen. Ne? Halt. Machen wir mal Bündnis anbieten hoch. Können wir natürlich schicken. Wir müssen jetzt schauen, dass wir. Achso, halt, hier haben wir schon. Dass wir so viel wie möglich an Verbündete bekommen. Um dass wir uns gegen Polen hier, gegen Polen, Polen wollte mal gerade eine Anfrage schicken, dass wir uns gegen Frankreich auf jeden Fall wehren könnten, wenn sie angreifen. Ja, da wird jetzt erstmal nichts gehen. Beziehungen verbessern mit Italien. Okay. Also, das war's für heute. In der nächsten Folge, wie gesagt, werden wir schauen, dass wir unser Land weiter ausbauen. Und ich bin beim Überlegen, ob wir nicht doch irgendwo angreifen, ey. Schwer zu sagen. Österreich ist wirklich schon ein verdammt kleines Land. Ich denke, das wird schwierig. Und ich hoffe natürlich auch, dass wir lange durchhalten. Werden wir sehen. Alles in den nächsten Folgen. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und hoffe natürlich bis zum nächsten Mal und hoffe, euch hat Spaß gemacht. Dann bitte Daumen nach oben. Macht es gut. Tschüss. Could be us.